Präsentieren will ich Ihnen jetzt eine ganz besondere Familie. Und zwar in der Türkei. Die Türkei ist ja zurzeit meistens in den Schlagzeilen mit negativen Informationen und negativen Nachrichten. Aber es gibt natürlich auch ganz fantastische Menschen dort, die unglaublich viel für die jungen Leute dort machen. Wie zum Beispiel die Familie Olten. Die hat nicht nur ein eigenes Orchester gegründet, auf ganz privater Basis, sondern betreibt dort auch etliche Musikschulen. Und eigentlich wollte ich dort in Izmir, wo die Familie Olten lebt, mit meiner Frau Fersan ein Konzert geben, zusammen mit ihrer Schwester Ferhan. Leider aber hat sich die Fersan beim Skifahren verletzt. Da war ich nicht ganz unbeteiligt, ich war direkt hinter ihr und es hat wild ausgeschaut. Ich glaube, ich bin eine Spur zu schnell gefahren. Jedenfalls musste die Fersan dann das Konzert absagen, aber sie hat fantastischen Ersatz gefunden, nämlich Paul Gulder. Der ist dann mit meiner Schwägerin, mit Ferhan, nach Izmir geflogen. Und ich bin total happy, dass wir mit unserem Kamerateam bei Klick-Klack auch mit dabei waren, denn das war ein ganz besonderes Konzert. Das war ein Traum meines Mannes. Er ist Elektroingenieur. Er sagte, eines Tages werden wir ein eigenes Orchester haben. Dachten Sie, er ist verrückt? Ja, ich habe ihn ausgelacht. Aber später habe ich begriffen, dass es sein voller Ernst war. Sehr spannend, weil die Familie Olten kenne ich schon sehr, sehr lange. Fatma Olten, die auch eine der Begründer vom Orchester ist, das kenne ich schon, seitdem wir kleine Kinder sind. Und das ist auch sehr, sehr schön. Ich finde es eine tolle Sache, dass sie so ein Orchester aufgebaut haben. Nicht nur Orchester, auch zwei Musikschulen. Finde ich super toll. Also auch für Türkei ist es im Moment nur das Richtige. Unsere Musikschulen sind Musikschulen für Kinder. Sie können dort Klavier und Singen lernen, aber auch alle anderen Instrumente, die in einem Orchester vorkommen. Mit der Schule haben wir Einnahmen und können so das Orchester finanzieren. Und was dann noch fehlt, legen wir als Familie drauf. Und jetzt sind wir schon im dritten Jahr.
Fersan, mit der du immer spielst, hat sich verletzt an der Schulter. Wenn sowas passiert, erstens natürlich große, also ich war sehr, sehr traurig für sie. Und dann Lust halbiert sich für das Konzert, was man dann zusammen spielen möchte. Und, aber ich dachte mir erstens, ich liebe das Orchester, mit dem wir spielen, Olten Philharmonie. Und daher wollte ich das Konzert unbedingt spielen. Dann habe ich gedacht, warum nicht mit einem anderen Partner? Mit meiner Schwester sind wir wie eine Seele, ja. Aber so mit Paul ist das auch ein Geben und Nehmen. Man passt sich ein bisschen an, dann ist das ein auch musikalischer Austausch, was mir auch großen Spaß macht. Man soll schon viel wissen und viel üben und die Technik, es muss alles stimmen. Aber wirklich, also mit dem Herzen zu sprechen, das ist für mich eine Aufgabe. Und es fällt mir leichter mit einer sehr schönen und sehr liebenswürdigen Frau als gegenüber. Ja? Also so von Mann zu Mann und von Herz zu Herz, das macht man nicht unbedingt bei uns. Ja? Das ist vielleicht auch eine falsche Konvention, könnte man ja. Aber es fällt leichter. Und übrigens hat es der Mozart zu seiner Zeit mit seiner Schülerin Barbara Pleuer gespielt. Genau. Ja. Auch mit einer Frau. Paul und Ferhan, jeden Moment überraschen sie mich mit neuen Farben und kleinen Wendungen. Und ich merke, wie sie das Orchester inspirieren. Mozart war ein großer Dramatiker. Das kommt ihm sehr entgegen, dass es zwei Personen sind und wie schon ausgeführt, eben Mann und Frau, die sich über dasselbe Thema unterhalten und das noch dazu vor einer Umwelt, die zuschaut. Das ist sozusagen, naja, wenn ich es jetzt ganz lustig sage, ja, es ist ein Ehedisput, aber mit Yellow Press, also alle hören zu. Halt der Mozart schon am besten von allen. Weil ihm war sehr das mit dem Dialog, und das ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, ganz besonders hier. Die Zeit von Mozart war das Zeitalter der Aufklärung, wo man miteinander gesprochen hat. Und wir leben in einer Zeit, wo man politisch zu wenig spricht. Dort ist der Boss, dort sind die anderen. Und wenn der Herr X mit der Frau Y nicht kann, dann wird eben nicht geredet. Und wenn nicht geredet wird, wird halt als nächstes geschossen. Ganz falsch. Wir brauchen ein Zeitalter der Aufklärung, so wie zu Mozarts Zeiten. Wir brauchen Enlightenment, wir brauchen einen Voltaire, der mit Friedrich II. Redet. Ja. Du bist Pianist,
Komponist, als Musiker. Als was würdest du dich denn bezeichnen? Genau, das ist meine Lieblingsberufsbezeichnung. Ich bin Musiker at large. Ich spiele sehr gern Klavier. Es gibt Menschen, die spielen virtuoser Klavier als ich. Ich glaube, dass das so ist. Ich habe ein paar andere Instrumente studiert im Leben. Blasinstrumente sind mir immer leicht gefallen. Ich liebe das Horn, habe ich gespielt, Klarinette, Flöte. Ich leite auch mal gern ein Orchester. Ich schreibe nicht wie ein echter Komponist, aber ich improvisiere. Also ich bin Musiker at large. Das wäre jetzt wahnsinnig nett, wenn du uns etwas davon zeigen könntest. Etwas das spielen, ich, eine Komposition. Das kann ich gerne machen. Das Wichtigste, wie ich in den letzten Jahren erfahren habe, für das, dass die Kompositionen entstehen, die mir wichtig sind, ist einfach ein bisschen geistiger Freiraum. Also nicht an was anderes denken müssen, sondern einfach frei schweifen dürfen. Und dann hat sich bewahrheitet, dass das, was wirklich gut kommt, das ist in einer halben Stunde schon da. Zuerst muss ich sagen, ich liebe Mozart seit meiner Kindheit. Viele junge Studenten mögen Mozart ja gar nicht, denn damit kann man nicht angeben. Aber ich fand Mozart immer aufregend und in seiner Musik steckt so viel Humor. Very exciting, with lots of humor. Nun, wir müssen auch über die aktuelle Situation in der Türkei sprechen. Du hast ja in der Oper dirigiert. Ja, seit 1998 habe ich das Staatsorchester dirigiert. Und eines Nachts rief mich ein Freund an, der meinen Namen auf einer Liste mit 5000 Namen gelesen hat, darunter viele Professoren und hohe Beamte. Wir alle wurden entlassen. And also some officers like me who are working for the state, that we were fired because. Mir warf man vor, ich hätte eine Terrorgruppe unterstützt. Und hast du? No. Wie sollte ich? Ich arbeite für die Kunst und Kunst bedeutet Leben. Wir lachen jetzt darüber, aber du hast deine Arbeit verloren. Okay, but. Even from the very first moment, als erstes musste ich meine Freunde beruhigen. Ich habe ihnen gesagt, das ist nicht das Ende, ich atme noch, ich kann noch arbeiten. Klar, ich darf nicht mehr mit staatlichen Orchestern arbeiten. The saddest thing is, I cannot make any more concerts with any state institutions. You are not allowed. No, I'm not allowed. Normally. Normalerweise haben wir in diesen Positionen einen Sonderpass, so dass wir keine Visa beantragen müssen. Da ich nicht mehr für den Staat arbeite, musste ich diesen Pass abgeben. Aber sie haben mir keinen neuen gegeben. But they didn't give me a new passport either. Du hast keinen Pass mehr? Ich kann das Land nicht verlassen. Du darfst weder hier dirigieren noch ins Ausland. Exactly.